Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Skywars. Wir spielen heute mal mit dem Kid Mage. Und ich habe schon mal vor langer Zeit, es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal das Mage-Kit genommen habe. Denn da, wo ich es hatte, wurde ich einfach immer abgestaubt und dann habe ich es gelassen. Und seitdem habe ich irgendwie nie wieder das Mage-Kit genommen. Aber jetzt dachte ich mir mal, jetzt ist es mal langsam Zeit, dass wir uns mal wieder mit dem Mage-Kit wieder, ich wollte Mage Quit sagen, wegen Rage Quit, mit dem Mage Kit wieder mal anfreunden hier. Und da würde ich sagen, machen wir das gleich mal. Wir haben natürlich hier den Stärketrank, den Regenerationstrank, den Schwächetrank und den Langsamkeitstrank. Und jetzt haben wir auch schon mal ein Dia-Schwert und ein Dia-Brustpanzer. Für den ersten Gegner würde ich noch nicht den Stärketrank aufbrauchen, weil ich gute Rüstung habe. Wenn ich schlechte Rüstung hätte und dann irgendein Tank kommen würde, würde ich auf jeden Fall für ihn den Stärketrank einsetzen, weil ich da normalerweise sicher sterben würde. Außer ich habe irgendwie Knockback auf dem Schwert oder so. Oh. Der hat Stärke. Und er kassiert von uns einfach mal eine richtige Combo. Ich wollte gerade sagen, 4er Combo oder 5er Combo, da war ich mir aber nicht sicher, da habe ich es gelassen. Das war auf jeden Fall eine solide Combo hier. Und jetzt haben wir gleich mal unsere Schwächetränke, unseren Schwäche- und Langsamkeitstrank dupliziert quasi. So, das ist doch schon mal mega nice. Können wir gleich die Tränke ohne schlechtes Gewissen einfach werfen. Denn wenn man so viele davon hat, dann kann man sie sich auch mal gönnen. So, den Schwächetrank werde ich jetzt auf jeden Fall einsetzen. Und den Langsamkeitstrank. Langsamkeit ist meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Also, man unterschätzt es immer, finde ich. Aber Langsamkeit ist schon ein starker Trank. Bei Schwäche weiß ich nicht, wie viel das ausmacht. Ich glaube, das macht nur minus 0,5 Angriffsschaden oder so. Ja, minus 0,5 Angriffsschaden ist jetzt nicht die Welt. Also da geht auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall nicht so stark. Der Trank, hi. Und tschüss. So, Kompass, was sagst du? Kompass zeigt in die Mitte. Da können wir doch mal hingehen. Wir haben ja zwei Enderperlen. Deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein für uns, mal eben in die Mitte zu gehen. Und wir haben jetzt auch noch alle unsere Tränke. Wir haben noch keinen einzigen Trank benutzt. Ja. Wir machen es, glaube ich. Stärke und Regeneration. Hallo, kämpf gegen mich. Ich will hier meinen Stärketrank ausnutzen. Okay, jetzt habe ich ihn so runtergekommen. Egal. So, jetzt schnell auf. So schnell wie möglich. Zum nächsten Gegner. Ich sollte es lassen, diese Dias abzubauen. Der Stärketrank ist dadurch viel, viel, viel stärker. Das lohnt sich viel mehr. Jetzt einfach hier durchzurushen. Wir haben den auch noch für eine Minute oder so. Der Regenerationstrank, der ist auf jeden Fall flöten gegangen. Aber der Typ hat es echt nicht gepeilt hier in der Mitte. Er chillt hier einfach die ganze Zeit und dann stehen wir da. Ich gebe ihm extra noch einen Hit. Sag dem Motto, hey, komm, mach was. Aber hat er nicht gemacht. So, und ich will noch gerne den Stärkeeffekt haben. Ich habe noch eine Minute und noch ein bisschen was. Eine Minute 10 oder sowas habe ich noch den Stärkeeffekt. Den würde ich auch noch gerne benutzen. Für diesen Gegner. Mal schauen, ob wir es noch rechtzeitig schaffen. Müssten wir aber eigentlich. Warum denn nicht? Außer der flieht jetzt. Sieht aber nicht danach aus. So, haben wir noch irgendwas? Wir haben noch einen Regenerationstrank. Komm, werfen wir uns erstmal nach da. Geben uns den Regenerationstrank. Mann, er rennt weg. Wir haben noch 26 Sekunden Stärke. Er kämpft da rum. Hinterm Baum. Seine Angel. Wahrscheinlich. Oder doch nicht. Sechs Sekunden noch Stärke.
Als ob der die ganze Zeit jetzt hin und her rennt. Ja, seine Angel. Okay, Stärke ist weg. Nice. Der kriegt auf jeden Fall den Langsamkeitstrank ab. Wie er andauernd mit der Angel abfuckt. Er rennt schon wieder rüber. Okay. Es wird mir eine Freude sein, dich zu töten, mein Freund. Eine richtig große Freude. Oh mein Gott, jetzt rennt er. Manche Leute verstehen einfach das Spielprinzip von Skywars nicht. Und allgemein das Prinzip von dem Spiel. Nämlich Spaß. Willst du jetzt auch mal kämpfen? So, er hat Langsamkeit. Dann kombon wir ihn mal weg. Er hat natürlich die bessere Ausrüstung. Da wir jetzt unseren Stärkeeffekt nicht mehr haben. Aber wir klatschen ihn weg. Nice. War auf jeden Fall eine richtig coole Runde. Wir haben hier gut die Schwäche, den Langsamkeitstrank eingesetzt und die anderen Tränke. Den Stärketrank haben wir jetzt leider nicht so benutzen können, aber das macht ja auch gar nichts. Wir konnten quasi zeigen, dass man auch ohne den Stärketrank hier mit den anderen Tränken viel bezwecken kann. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!